Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 Euro Truck Simulator 2. Und in der heutigen Folge gibt es erstmal ein paar sehr, sehr große Änderungen. Und die möchte ich als erstes vorstellen. Ihr habt sicherlich schon im Videostream-Titel gesehen. Ja, auch ich bin aufgewacht und habe mich mal informiert, beziehungsweise bin natürlich in den Kommentaren darauf hingewiesen worden, dass es Pro-Mods gibt. Und diese Pro-Mods, die kümmern sich darum, dass die Karte am Ende so aussieht, wie sie hier aussieht. Pro-Mods mit all dem, was es kann, wie es funktioniert, zu erklären, führt jetzt ein bisschen weit. In einem Satz, Pro-Mods tauscht die gesamte Karte aus und ja, fügt unzählige Städte hinzu, fügt wohl auch sehr, sehr schöne Ecken hinzu, sehr schöne Grafik auch hinzu. Und das habe ich installiert. Ich werde in die Videobeschreibung einen Link packen zu einem spitzenmäßigen Erklärvideo. Und nachdem habe ich mich ja orientiert und habe das genauso gemacht. Das geht hier selbst hier noch rüber. Und selbst hier, ich weiß gar nicht genau, ob das Kasachstan ist. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ne, hier gibt es dann auch Nahe Osten ist hier. Und ja, also Wahnsinn. Ich bin total gespannt. Ich habe tatsächlich auch noch nicht viel gespielt. Im Gegenteil, ich wollte ja das alles hier in den Videos machen. Deswegen ist das tatsächlich jetzt auch eine Premiere. Ich hoffe, dass alles vernünftig funktioniert. Wie gesagt, die entsprechenden Mods sind, oder das Video zu den Pro-Mods verlinke ich hier entsprechend dann mit dem Video. Guckt euch das mal an, geht 25 Minuten, ist spitzmäßig erklärt. Könnte ich nicht besser machen, selbst wenn ich es wollte. Ich glaube aber, dass viele, die ETS 2 spielen, Pro-Mods kennen. Ich kannte es nicht, ich kannte es überhaupt nicht. Und ja, bin echt total gespannt. Gut. Wir haben im Moment kein Angebot und ich möchte auch erstmal kein Angebot annehmen, weil wir laden erstmal rein in die Karte. Ich möchte als erstes mal 2, 3 Personalisierungen an unserem LKW vornehmen. Der sieht nämlich im Moment, ja, ich sag mal so, wie von der Stange aus, ne? Sowohl von außen als auch von innen. Muss ich mal gucken. Genau, ich habe jetzt meine Tasten mal ein bisschen belegt. Jetzt kann man nämlich hier auch entsprechend mal ein bisschen zoomen. Lustig. Okay. Dann ist das natürlich wieder eine Aufnahme, wo parallel der Livestream läuft. Deswegen erstmal Grüße an Sven, Grüße an Leon, Grüße an Dominik. Und Leon stellt gleich die erste Frage. Leon, so kenne ich dich. Wann kommt das Lenkrad? Kommt. Ich werde mir ein Lenkrad besorgen. Wir werden jetzt ein paar Folgen das nochmal so machen und dann werde ich mir höchstwahrscheinlich, ich spiele mit dem Gedanken, dann ein G923 zu kaufen. Habe mir jetzt aber überlegt, wir machen jetzt erstmal noch ein paar Folgen und dann gucken wir mal, wie das ganze Projekt auch ankommt bei euch, ob ihr Lust habt, da weiterzumachen. Und wenn dem so wäre, dann würde ich tatsächlich in ein Lenkrad investieren. Macht ja absolut Sinn. Ich habe, glaube ich, heute in den Kommentaren gelesen, ETS 2 mit der Maus spielen ist ein Verbrechen. So heftig würde ich es nicht sehen. Aber es ist definitiv nicht gewollt. Also zumindest nicht so gewollt. So, also wir stehen hier direkt beim Händler, nachdem ich die... So, jetzt erstmal wieder reinfummeln. Nachdem ich die Mods installiert habe, hat er natürlich alles zurückgesetzt. Wir hatten aber auch gar nichts groß. So. Deswegen war das schon in Ordnung. LKW-Konfigurator und dann gucken wir mal. Also viel Geld haben wir nicht. Ich will auch keine großen Motor-Updates machen. Kann ich auch noch gar nicht. Das ist alles erst ab späteren Leveln verfügbar. Rechtslenker, Linkslenker, Farbe lasse ich auch alles so. Das kostet auch sehr viel Geld. Was ich haben möchte, ist tatsächlich dieser... Der ist hier. Okay, da muss ich da mal gucken, dass ich da auch mal drauf achte. Dieser Frontspiegel, der ist immer ganz spannend, wenn man tatsächlich nah ranfahren will. Kostet aber 22.000. Das sieht aber cool aus. Ja, aber die Kohle haben wir jetzt nicht, ne? Das sieht irgendwie aus wie in so einem Fitnessstudio. Hm. Okay. Ich glaube, außen lassen wir erstmal so. Ich will weder das eine noch das andere. Wie wähle ich denn das ab? Ach so, hier mit dem X. Alles klar. So, ich will nur von innen ein bisschen was machen. Was gibt es denn hier Schönes? Telepass. Da wäre mal die Frage,
hier in den Chat. Funktioniert das nachher? Brauche ich diese Dinger hier wirklich im Fahrzeug, um auf diesen Mautstationen dann durch diese Telepassstation durchzufahren? Das würde mich mal interessieren. GPS-Projektor, wie sieht das da von außen aus? Deck. Ja, das können wir lassen. Was können wir denn hier nochmal machen? Ist doch hier... Boah, große Ablage. Oh ja, da kann man dann aber eine Menge... Vielleicht ist das, reicht das am Anfang erstmal so. Was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall eine Cola. Ein Snickers. Kaffee, ne? Kaffee wäre auch gut. Mother Trucker, alles klar. Ja, das finde ich lustig. I love you, I know, Tassen. Das macht absolut Sinn. Taschenrechner, eine Krone. Warum sollten wir ein bisschen Geld? Eine Karte. Karte brauchen wir nicht. Gibt GPS. Boba Fett, Helm, kleinen Personal Computer. Was soll das? Pot voll Gold. Okay. Ein TIE Fighter. Ist jetzt alles ein DeLorean? Macht auch keinen Sinn. Warum sollte da ein DeLorean stehen? Noch so ein Tablet hier. Okay, Leon schreibt gerade, nein, das ist nur optisch. Okay, dann brauchen wir das auch nicht. Eine Katze? Gut, das lassen wir erstmal weg. Da haben wir das Snickers und eine Cola. Was können wir hier hin tun? Ah, die rollt, das kann ich nicht ab. Die rollten ja nur hin und her. Was können wir denn hier machen? Na, wenn, dann brauchen wir New Car Smell oder so. Rolling Stones, Luftauffrischer. Verrückt. Jetzt hier müsste man doch eigentlich... Gibt es das eine Kühlbox? Das wär doch sinnig. Portable Bag, Duffel Bag. Ich glaube, das gab's. Früher gab's das. Ich gucke mal, ob ich das finde. Ein R2-D2, okay. Ein Laptop, eine schlafende Katze, ein Schäferhund, der Arme. Kühlbox, da, elektrische Kühlbox. 1000? Ja gut, aber eine Kühlbox brauchen wir schon, ne? Okay. Gut, wir gucken noch einmal. Was können wir hier noch hin tun? Da würde ja so eine Reisetasche Sinn machen und hier ein Kissen mit der Aufschrift Euro Truck Simulator. Wahnsinn. Gut, ich sag mal, so ein kleines bisschen reicht zuerst mal. Das war so ein bisschen, was können wir hier noch machen? Hier wäre dann nochmal ein Navi. Wie viele Navis braucht man denn? Ich würde sagen, das passt so. Gut, also, bestellen. Damit haben wir jetzt unseren Truck ein kleines bisschen konfiguriert. Das passt. Von außen, der Bullenfänger war schon cool, den hätte ich gerne. Und das heißt, wir holen uns jetzt einen Auftrag. So, Frachtmacht geht immer noch nicht, ich habe keine Auflieger, aber Aufträge, keine schnellen Aufträge. Und dann gucken wir uns das mal an hier. Wahnsinn. So ein Boot. Ne, wir müssen ja in Stuttgart machen, alles andere macht hier keinen Sinn. Nach München rüber. Das ist doch cool. Jetzt haben wir schon so ein bisschen Zeit verklingelt in der Auswahl unserer... Wahnsinn, hier noch mehr Gabelstapler. Wir nehmen mal den kleinen hier, dann kommen wir mal rein, gucken, ob alles läuft. Ich würde sagen, akzeptieren, als Navi-Ziel setzen. Wie lange gilt denn der noch? Läuft ab in 9 Stunden, schauen wir locker. Als Ziel einstellen. Okay, wir fahren los. So ist es. So, stopp. Radio an. Das funktioniert ja gut. Wartet mal. Ganz kurz. Zack. Zack. Jetzt. Perfekt. So, Musik haben wir auch. Gut, also mit dabei auf dieser Fahrt sind Leon, Dominik und Sven.
Dann wollen wir mal links rum. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Links, 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 links. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. 30 ist hier, alles klar. Also die Promods fügen ja, glaube ich, 300 oder 400 Städte hinzu. Bitte links halten. Das hat mich schon extrem beeindruckt. So, wir fahren schon wieder ohne Licht. Dann machen wir das Licht mal an. Sollen wir hier? Nee. Ich schätze mal, wir sollten hier, oder? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, er fährt sich so sportlich ohne Anhänger. Das ist richtig schön. Dann wollen wir mal. Also, wo sind wir jetzt hier überhaupt? Immer noch in Stuttgart, ne? Kann ich hier auch zoomen? Achso, das ist schon ganz rausgezoomt. Okay. 40. So, Musik müsste hoffentlich bei euch auch zu hören sein. Achtung, was ist das? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also ich glaube, das stelle ich mal aus. Die ist ja nur am Zetern. So, erstmal reinkommen. Aber ich habe mich richtig gefreut, wieder ETS aufnehmen zu können. Immer geradeaus. Ich habe tatsächlich wieder, ja, nach so langer Zeit richtig Freude gehabt. Jetzt habe ich gedacht, Mensch, ey, ich hätte gestern schon, aber gestern oder beziehungsweise vorgestern kam ja erst noch die Folge 7 raus. Das hier ist ja die Folge 8. Dann habe ich gedacht, naja, wenn man dann live streamt zu einem Stand, wo die Folgen noch nicht draußen sind, finde ich dann auch immer irgendwie blöd. So, hier noch nicht. Hier ist zu. Vorne. Musste ich mich quasi gedulden. Ist mir richtig schwer gefallen. Könnt ihr ja bitte nochmal in den Chat schreiben, ob euch die Musik zu laut ist. Dann passe ich die nochmal an. Für das YouTube-Video mache ich das ja dann immer im Nachgang noch. Schön mit der Sonne. Oh, Busspur. So, 50 ist hier. Wir müssen dann da vorne links abbiegen. Dann bleibe ich mal hier. Alles fein, sagt Leon. Leon, ich danke dir. Das ist sehr lieb von dir. Bitte rechts halten. Von Leon weiß ich, dass er vor kurzem auch tatsächlich erst den ETS wieder installiert hat. Uns auf dem Discord drüber unterhalten. Links halten. Und dann links abbiegen. Ich habe dann auch mal geguckt, es gibt natürlich einen Haufen Leute, die ETS spielen. Aber nur so ein, zwei, die auch sehr viele Folgen haben. Es gibt, glaube ich, einen YouTuber, der hat, glaube ich, 2500 Folgen oder so. Das finde ich schon beeindruckend. Wahnsinn. Also auch welche Konstanz dann dahinter steckt, ne? Also so ein ganz bisschen abschätzen, wie viel Aufwand dann dahinter steckt. Stopp. Stopp, 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 stopp. So. Jetzt muss ich nochmal gucken. Da bin ich jetzt gerade mit der Maussteuerung durcheinander gekommen. Sorry, sorry, sorry. So. Hier jetzt oder was? Ne, ich würde sagen da vorne, oder? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts. So. Ohne Auflieger ist die Kamera ein bisschen nah dran, finde ich. Da war doch jetzt aber. Sorry, ich muss noch mal gucken. War da das Ding zum Auftragsannehmen? Nee. Dann ist das da sicherlich da unten. Losfahren wäre schön. Okay, ich hoffe, ich bin hier richtig, aber ich glaube ja. Hier müssen wir auch wieder raus mit Anhänger dann, ne? Demnächst links abbiegen. Oh, was soll das denn? Biege nach links ab.
Hier ist es. Endlich, wir sind da. Ja, das sehe ich aber auch so. Aufträge. So, der soll nach München, den nehmen wir an. Auf jeden Fall. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. So, auf der Karte wird es mir angezeigt. Da unten, dafür muss ich da. Alles klar. So, dann stelle ich nochmal die Frage. Leon hat gesagt, ich kann dir auch das G29 empfehlen. Ist etwas günstiger und im Grunde dasselbe. Leon, brauche ich dafür dann trotzdem dieses... G-Hub? Heißt das G-Hub von Logitech? Damit habe ich ja so unglaublich schlechte Erfahrungen gemacht. Diesen Logitech-Treibern. So. Tee. Auf geht's. Leon schreibt, also wenn du soweit wieder drin bist und Laune hast, kann ich dir eine virtuelle Spedition empfehlen. Läuft dann ungefähr so wie ihr Pilots Live. Macht mega Spaß und definitiv mal was anderes. Das ist interessant, Leon. Erzähl mal. Läuft das hier über den ETS? Läuft das über ein Sonderprogramm? Wie funktioniert das? Ah, jetzt muss er ziehen. Gut, dass wir den mit mehr PS genommen haben. Ich sag's immer wieder. Gut, dass wir hier heile rausgekommen sind. Hier vorne war jetzt noch die Engstelle. Müssen wir jetzt noch ein bisschen aufpassen. Biege nach rechts ab. So. Ja, das G27 habe ich hier auch noch. Leon sagt gerade, er hat das G27. Das funktioniert aber unter Windows 11 nicht. Zumindest nicht ohne massiv Dinge in Windows um- und ausstellen zu müssen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Okay. So. Bisschen konzentrieren, gleich kann ich dann wieder in Ruhe quatschen. Also, hier soll ich jetzt auch links abbiegen, ja? Dip. Links halten und dann links abbiegen. Das ist ja dann... Biege nach links ab. Da hinten, ne? Ja. Da wären wir fast in die falsche Richtung auf der Autobahn rauf, ne? So. Wie schnell dürfen wir fahren? 50, alles klar. Dann setzen wir mal den Tempomaten. Ein bisschen drüber, 54, das wird schon gehen. Da kann ich das auch anpassen? Ja. Machen wir mal. 52. Hier geht's geradeaus. So, ein bisschen außen an sich, dass man auch ein bisschen was von der Umgebung sieht. Und dann bei 60 den Tempomaten rein und dann kann ich auch wieder auf den Chat gucken. So. Hat das geklappt? Hat geklappt. Und irgendwie müsste doch... Nee. Jetzt. Ja. Also, Sven schreibt. Ich gehe mal rein, dann kann ich noch besser. Oh, ich blinke noch. Ich bin etwas spät dran, bin noch beim Mittagessen machen. Es gibt einen schnellen Kaiserschmarrn von. Oh, Kaiserschmarrn. Ich liebe gut gemachten Kaiserschmarrn. Können also. Ich schaue derzeit über mein iPhone zu. Sven, superklasse. Vielen Dank. Dominik schreibt, ich bin gerade begeistert, wie liebevoll und detailreich die Promos ist. War gerade dienstlich abgelenkt. Ist das die Baustelle Stuttgart 21? Oh. Das ist eine gute Frage, Dominik. Ich habe leider, ich bin überhaupt kein Experte, was Stuttgart angeht. Aber vielleicht weiß das jemand hier.
Leon schreibt unterschiedlich. Du hast im Grunde auch ein Programm, welches im Hintergrund läuft und deine Fahrten trägt, verdienst dann auch dein Gehalt und vieles mehr. Ja, cool. Spielst du selber in so einer virtuellen... Oh, jetzt bremst er, weil wir dieses ACC eingestellt haben, ne? Ist ja Weltklasse. Oh ja, das war dann auch mittelmäßig gut. Ja, den lassen wir noch vor. Toll, hier ist abgesperrt. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts, neue Route finden. Wir sind auch noch müde, ne? Wo sehe ich denn das nochmal hier, ne? Nächste Pause in 1 Stunde 19. Ja, wir haben ja 16 Stunden Zeit, also können wir uns hier gleich irgendwo schnell hinlegen. Ist ja kein Problem. So, Stuttgart Flughafen ist hier. Also Leon, schreib gerne nochmal rein, welches Programm du da benutzt. Das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich habe ja immer mal gedacht, wie cool das wäre, wenn es so eine Art WhatsApp hier gäbe. Also wenn man hier auch funken könnte. Also mal das wieder ausmachen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das stellen wir hier nach dem Auftrag mal aus. Lassen wir uns lieber einmal blitzen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Oh, Wand! So, Leon schreibt, ja genau, damit ist das Spielerlebnis nochmal um einiges wertvoller. Bin in der internationalen Logistikgruppe. Falls du mal gucken möchtest, das läuft dann über Trucky. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Leon, vielen lieben Dank für den guten Tipp. Demnächst rechts abbiegen. Das klingt auf jeden Fall echt spannend. Ich finde ja, dass Pilots Live oder auch Neofly erst so richtig... Wieso denn neu berechnen? War doch richtig. Erst so richtig Sinn in das ganze Fliegen geben und dann wäre das hier genauso. Dominik schreibt, spannende Routenführung. Von Stuttgart nach München fährt man einfach nur über die A8, ohne am Flughafen Stuttgart abzufahren. Du fährst irgendwo im Kreis. Da war eine Baustelle, Dominik. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da war gesperrt. Ich musste hier so ein bisschen im Kreis fahren, weil ich da nicht geradeaus konnte, leider. Nimm die Ausfahrt rechts. Da, jetzt sind wir schon wieder zu schnell. So, Tempomat rein, lassen wir den das regeln. Gibt es dieses ACC schon immer? Für ein ETS oder ist das irgendwann mal reingepatcht worden? Adaptive Cruise Control. Sie werden müde. Oh, oh. Ich habe diese Müdigkeitssimulation eingeschaltet. Bitte wenden. Echt? Also das Problem wird, glaube ich, sein, dass ich einfach bei jedem Auftrag doppelt so lange brauche wie angegeben, weil ich hier ständig irgendwo im Kreis fahre. Jetzt muss ich hier schon wieder einmal wenden, oder was? Rechts abbiegen. Na gut. So ziehe ich für YouTube die Folgen in die Länge. Ja, das ist, ist eigentlich so ein... Ihr denkt jetzt, oh, der ist aber richtig verpeilt, aber das ist eigentlich, ist da richtiger Trick hinter. Biege nach rechts ab. Das muss ich noch, dieses Umgucken und gleichzeitig lenken. Das ist noch ein bisschen befremdlich. Das kriege ich noch nicht so richtig hin. Demnächst links abbiegen. Jetzt versuche ich das auch einfach mal. Biege nach links ab. Vielleicht sollte ich mir den hier mal
links ist, da wo der Daumen rechts ist. Ja, das ist, ich simuliere dieses Spiel ja nochmal in einer ganz anderen Tiefe. Ich bin ja jetzt im Game müde, deswegen verhalte ich mich als Spieler auch so, als wäre ich müde. Das ist also Euro Truck Simulatorception. Das ist the next way to game. Versteht ihr? Das ist der ganz neue Shit. Der hat nicht mal Gronkh drauf. So, also Leon schreibt, nein, das ist alles neu, genauso wie der Notbremsassistent und automatischen Scheinwerfer zum Beispiel und so weiter und so fort. So, links halten würde ich jetzt einfach mal versuchen. Und Dominik schreibt, effektiv bist du aus Stuttgart raus in der falschen Richtung und jetzt fährst du wieder nach Stuttgart rein. Ja, Stuttgart ist meine heimliche Leidenschaft. Deswegen fahren wir da einfach nochmal hin. Bitte links halten. Bosch. Links halten. Ich hoffe, das war diesmal richtig. Ich bräuchte eigentlich mal einen Parkplatz jetzt. Ich kann überhaupt nicht schlafen, weil ich ständig in die falsche Richtung fahre. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und die Zeit zum Fahren brauche. Ich kann nicht schlafen. Gut. So, wo sehe ich denn das? 159 Kilometer, 2 Stunden 22. Jetzt können wir das Navi hier wieder ausmachen. Bitte links halten, alles klar. Hubschrauber! So, jetzt muss ich das hier gerade mal genießen. Er senkt jetzt automatisch den Speed und passt sich dem vorausfahrenden Fahrzeug an. Weltklasse. So, Dominik, erzähl mal, fahren wir jetzt in die richtige Richtung? Ah, Verstoß gegen Ruhezeiten kostet Geld. Nice. Ich schimpf dann mal auf die Politik. Was soll ich machen? Es gibt überhaupt nicht genug Parkmöglichkeiten und als Trucker werde ich sowieso gehandicapt und überhaupt und sowieso 1, 2, 3. Was man dann so erzählt. Cool mit dem ACC. Einfach cool. So, Leon schreibt, ich habe mir einige angeschaut und muss sagen, das war die beste. Nach meinem Bewerbungsgespräch und der Einführung war ich noch mehr überzeugt. Leon, Bewerbungsgespräch? Also mit echten Menschen? Oder muss man da irgendwie so sich was durchlesen? Wie läuft denn das? Wenn du online spielst, kannst du sogar so gesehen auch über CB-Funk quatschen wie bei Watson. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn! Es gibt überall eine Community. Ihr müsst euch nur mal überlegen, was hier jetzt für eine Map dazu gekommen ist. Leider nicht, Braunschweig ist leider nicht dazu gekommen. Dafür Uelzen. Dominik schreibt, ja, passt aktuell Drakensteiner Hang, als nächstes Ulm, Augsburg und dann München. So, wir gucken hier mal, ob das stimmt, was Dominik sagt. Ja, hier rechts geht's nach Zürich. Ab nach Zürich. So, ich muss das jetzt, also ich würde anhalten, warte mal, wir gucken mal gemeinsam drauf, noch 14 Stunden. Ich könnte immer noch schlafen. Ich bräuchte dafür aber tatsächlich eine Schlafmöglichkeit. Also nächste Raststätte ist unsere. Ist auch lange noch gestreamt, bin schon ganz kaputt. Licht ist auch an, Musik ist auch an. Aber ich bin so müde, ich mache erstmal ein bisschen das Fenster runter. Erstmal frische Luft reinlassen hier. Seit Hamburg nicht mehr gelüftet hier in dem. Ah. Augsburg 65, München 122. Da merkt man, der Dominik kennt sich aus und hier ist Leipheim. Und die nehmen wir dann. Die nächste erst in 43. Das stand doch sonst auch nicht dran, oder? Freistaat Bayern, sehr cool. Ist das neu? Ich bin so begeistert von diesem Spiel. Ich spiele jetzt nur noch das. Ich mache nichts anderes mehr.
So, tanken müssen wir nicht. Deswegen können wir direkt zu den Schlafplätzen fahren. Immer geradeaus. Weil man so ein Brummifahrer ist, ist aber auch alles irgendwie eng, ne? Stopp, bevor ich jetzt hier einen Riesenfehler mache. Wo sind die Schlafplätze? Nee, da vorne. Okay. Okay, lass uns eine neue Route finden. Hier. Auch sehr, sehr, sehr schön gestaltet jetzt hier die Parkplätze. Sehr, sehr schön. Toll. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was jetzt alles auf Promods zurückzuführen ist, aber ich würde mal sagen, die haben ja hier alles angepasst. Weil so einen coolen Parkplatz könnte ich mich nicht dran erinnern. Um den Motor abzustellen, Zirkumflex. Und wir schlafen eine Runde. Ja. Sehr schön, Regen, tipptopp. Motor an. Was ist denn jetzt? Scheibenwischer P. Warum? Habe ich meinen Anhänger noch dran? Ja. Warum piept mein LKW? Handbremse. Feststellbremse habe ich auch irgendwo hingelegt. Wartet mal eben. Leertaste. Ne, das ist die Feststellbremse. Eieiei. Motorbremse? Machen wir da nochmal aus. Da leuchtet ja auch eine Warnlampe. Zeigt er mir hier irgendwas an? Oh, wir haben einen Screenshot gemacht, aus Versehen. Wollte ich nicht. Hilfe vom Chat wäre super. Was kann ich machen? Was ist hier los? Da leuchtet so eine Lampe und es piept. Ich habe doch nichts gedrückt. Ich habe doch nur den Motor ausgemacht. Hm. Ich fahre erstmal los. Geht vielleicht von alleine weg. Geht von alleine weg. Tipptopp. So, Scheibenwischer, ruhig mal eine Stufe mehr. Es regnet nämlich ganz schön. Oh, da steht ein Trecker. Kollegen aus der Landwirtschaft sind aktiv. Wir blinken links. Okay. Hier rechts nach Sulzemaus. Leon schreibt jetzt auch gerade, Druckluft fehlt, muss er erst wieder aufbauen. Okay. Tipp, tipp, tot. Ja, das stimmt. Von daher Chat lesen und LKW fahren nur im Simulator. Und Tempomat bei 80. Wir können wieder ein bisschen von außen gucken. Falsche Taste. Bitte links halten. Bitte Durchfahrt München für LKW gesperrt. Naja. Mich können die damit ja nicht gemein haben. Ich habe ja eine Sondergenehmigung. Gute Fahrt wünscht Autobahn Plus, A Plus. Okay. Auch, ich liebe solche Details, dass es unter den Brücken kurz aufhört zu regnen, ist so genial. Das sind so diese Dinge, die ich so toll finde an diesem Game. Richtig, richtig gut. So, wir haben 6 Leute im Chat. Und von daher erstmal Hallo an alle. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag und ich kann
ein kleines bisschen auch dazu beitragen, dass er noch etwas schöner wird. Bitte links halten. Wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun wollt, drückt doch bitte mal auf den Daumen nach oben. Das hilft dem YouTube-Algorithmus zu verstehen, dass es hier vielleicht was zu gucken gibt. Und dann wird gegebenenfalls dem einen oder anderen auch dieser Stream dann noch vorgeschlagen. Das wäre super nett. Vielen Dank. So, Licht habe ich an, Scheibenwischer auch. Fenster lasse ich mal zu. Wollen wir mal überlegen, was fehlt uns denn noch hier im LKW? So, ich glaube, hier muss ich mal bremsen. So, Durchfahrt München für LKW gespart. Im Fahren über Kreuz München West. Ja, ich würde sagen, wir fahren nach Navi, oder? Oh, jetzt hier so ein super mega großer Kreisverkehr, muss doch nicht. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Erster Aufenthalt München und ihr seid live dabei. So, er fährt raus, dann fahren wir rein. Garmisch-Partenkirchen. Hier dann raus. Nimm diese Ausfahrt. Mach ich. Cool, ist dann McDonald's? Das ist ja der Hammer. Gut ist das denn gemacht? Das sieht aber wirklich klasse aus. Entschuldigt, ich muss mir das McDonald's angucken. Oh, Bordstein, nicht gut. Okay, U-Bahn ist hier. München U-Bahn fahren ist sehr cool. Muss jetzt hier mal in der Außenperspektive bleiben und diese ganzen Promod-Details mal angucken. Da ist eine Tankstelle, tanken müssen wir nicht. Wir fahren weiter geradeaus. Wir sind ja auch schon gleich da. Drive-Thru hier, dieses, das kenne ich gar nicht. Ist das ein Denny's oder so? So ein amerikanisches Ding? So, hier ist Rossmark. Biege nach rechts ab. Blinken wir mal lieber. Demnächst rechts abbiegen. Huch, Sie fahren 33, danke, sagt er. Gut, ich gehe wieder nach innen. Nach rechts ab. Und dann geht's hier rein. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Sie muss aufhören, das zu sagen. Ich finde das nicht lustig. Schaffe ich. So, Dominik sagt, ich richte mich mal seelisch und moralisch auf den Feierabend ein, vielleicht bis später. Dominik, nur das Allerbeste. Schönen Feierabend, wenn es dann soweit ist bei dir. Ist schon schlimm genug auf dem Sonntag um die Uhrzeit. Stopp. Wichtig ist ja, dass der Auflieger richtig steht, nicht der LKW, oder? Genau. Ein Stück wieder vor. Schnell T drücken. Gut, so. Dann pausieren wir mal Spotify und gucken uns das an. 261 Kilometer, naja. Ein bisschen Umwege gefahren. 100 Liter Kraftstoff verbraucht, 4000 plus 250 plus Fähigkeitenrang, hochwertige Fracht, Erfahrungsbonus für Level 4, alles klar, Aufliegerbonus. Super. Dann sind wir doch jetzt ganz frisch in Level 5 angekommen. Okay. Also, ich bin gewillt, nochmal einen Punkt auf Fernfahrten zu geben. Für die Fahrten bis 1000 Kilometer. Aber ich würde sagen, ADR wäre auch ganz wichtig, ne? Wollen wir erstmal nochmal einen ADR nehmen? Ich glaube ja. Und zwar
Achso, das kann man sich nicht aussuchen. Explosive Stoffe ist Punkt 1. Nee, doch, kann ich mir aussuchen. Klasse 2, brennbare. Ich nehme mal Klasse 3, brennbare Flüssigkeiten. Würde ich mal sagen. Ist, glaube ich, ganz gut. Und dann machen wir das nächste dann in Fernfahrten. Gut, also neue Aufrissteile verfügbar. Und das klicke ich immer so weg, um ehrlich zu sein. Neue Fotos, das war mein Screenshot aus Versehen. Und neue Aufrüstteile. Auch nochmal. Superklasse. Okay, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet gerne wieder an, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt ETS2 hier auf dem Kanal. Bis dann. Tschüss.